Ich wieder. Ein 64er Fender Jazz Bass, diesmal ein vor langer Zeit mal refinishedes Instrument, ist 30 Jahre her, sieht jetzt also im Prinzip wieder aus, wie ein alter Bass unvertüdelt aussehen soll. Es ist soweit alles original an dem Instrument, außer Schlagbrett, die Pickups und die Potis. Da waren mal aktive EMGs drin, deswegen auch leichte Fräsung, oder eigentlich nicht deswegen, weil man braucht normalerweise keine Fräsung machen, um den neuen Voltblock für die aktiven EMGs reinzubauen, aber der Vorbesitzer hat es gemacht, es sind also leichte Fräsungen unten drin. Ein Rio Palisander Griffbrett zertifiziert natürlich und ein Korpus. Ich spiele ein paar Einstellungen nochmal durch. Beides hier voll auf, Tonregler halb auf. Den Rest hört ihr selbst, wie immer. Tonregler mal voll zu, nur Stick-Pickup aufgedreht. Der ist ordentlich Rock'n'Roll. Ciao.